Wir schauen uns jetzt Kreuzheben mit Kurzhanteln an. Ganz wichtiger Punkt, super Übung. Für die hintere Kette deiner Beinmuskulatur, für den Hintern, aber auch für die Quadrizeps vorne. Und das Tolle bei den Kurzhanteln ist, sie sind eher am Körper wie die Langhantel. Du kannst sie hier etwas seitlich halten, 45 Grad. Schulterbreit stehen. Füße zeigen etwas auseinander. Und dann gehen wir nach unten, indem wir die Hüfte nach hinten schieben. Wichtig ist hier nicht nach vorne beugen, sondern Hüfte nach hinten schieben. Und dadurch beugen sich die Beine und du gehst nach unten. Und dann drückst du wieder den Hintern zusammen und gehst nach oben. Was wichtig ist, ist, dass die Hantel immer hier direkt über den Mittelfußknochen ist. Das sollte nicht da vorne sein, immer direkt drüber. Und da ist eben cool, wenn die Schultern direkt über den Mittelfußknochen sind, dass du deine Hüfte so weit nach hinten legst, dass die Schultern hier sind und nicht hier vorne. Da tust du dir selber schwer. Leichtes Hohlkreuz, Bauch anspannen und Kopf ebenso halten wie den Oberkörper. Das heißt, nicht dies machen, tief runtergehen, hinter nach hinten, anspannen bis nach vorne gehen. So. So verletzt dich nicht und triffst super deine Hintern. Viel Spaß dabei.